Willkommen bei Laura und Marianne und unserer Reise durch Saudi-Arabien. Nach den ersten Tagen, die wir in der Natur und einer Farm in der Wüste verbracht haben, fahren wir nun in die erste Großstadt in der östlichen Provinz. Wir sind jetzt in Dammam angekommen und haben uns hier direkt mit einem Freund getroffen und schauen uns mal an, was der uns jetzt hier in der Stadt zu zeigen hat. Das war ja wieder ein cooler Tag, cooler Abend. Also ja, sprachlos. Die Freunde von uns, also sind jetzt unsere Freunde, die wir da beim Judah Thumb bei diesem Felsen kennengelernt haben, die haben uns jetzt hier nach Dammam eingeladen. Und die haben so, wir wussten gar nicht genau, was sie machen wollen, aber die haben so irgendwas organisiert. Okay, wir sind jetzt im ITRA, das ist so ein krasses Gebäude mit Museum und alles und irgendwie haben die Freunde von uns jetzt hier so eine Tour organisiert und wir gucken uns das an, ich weiß gar nicht genau was, aber erstmal kriegen wir auch noch irgendwie wieder ein Getränk oder irgendwie so. Also wir finden ja, die Elbphilharmonie kann hier einpacken, wie das hier aussieht. Und so sieht eine Bücherei in Saudi-Arabien aus. Dieses komplette Gebäude wurde ja von Aramco, also der größten Ölfirma dieses Landes, gebaut. Und jetzt sind wir gerade im Museum und in einer Ausstellung, wo es um Nachhaltigkeit geht. Und ich muss ehrlich sagen, das hätte ich einfach nicht erwartet. Also hier geht es zum Beispiel bei einem kurzen Kunststück geht es darum, wie in Nigeria halt die Flüsse verpestet werden durch irgendwie Öl und so. Und ich bin schon überrascht. Ich weiß jetzt nicht, ob das alles natürlich auch zu deren Marketing beiträgt, aber es ist ganz cool. Und unerwartet. Und wir nehmen das jetzt einfach mal so hin und werten nicht. Und auch die Tour, die wir hatten, die war mega spannend und unsere Freunde haben sich voll die Mühe gegeben, aber man hat so richtig gemerkt, dieser Guide findet auch wirklich alles geil und hinterfragt das jetzt nicht so dolle. Und ich meine, ich verstehe das auch voll. Voll viele Leute arbeiten hier bei dieser Firma. Diese Firma ist irgendwie der Grund, weswegen die Region überhaupt Entwicklung ist und so. Und wir sind da jetzt mal einfach mitgegangen, haben uns das angeguckt, sind mega dankbar dafür, dass wir das machen dürfen. So, guck mal, Laura, was uns die Frau noch gegeben hat. Also, das ist ein Stück Papier und da soll man wahrscheinlich irgendwas draufschreiben, was man sich für die Zukunft wünscht. Und dann soll man das verbuddeln und siehst du, da sind so Samen drin. Dann wachsen da so Pflanzen draus. Gott, diese Ölfirma macht so eine richtige... Ja, toll, tolle Kampagne, so ja, ne? Greenwashing. Also an sich ist das natürlich eine voll süße Idee und so weiter, aber was dadurch so ein bisschen passiert, ist natürlich, dass die Verantwortung wieder auf die Einzelperson abgewälzt wird. Also man soll ja halt dann sagen, was man selbst jeden Tag machen möchte, um nachhaltiger zu leben. Aber am Ende können wir alle einzeln immer nur ganz wenig machen und in echt müssen natürlich so große Unternehmen und Regierungen viel eher was ändern. Und die Firma schiebt damit die Verantwortung natürlich so ein bisschen von sich selbst weg. Auf uns als einzelne Menschen. Es gab halt dann auch so ein Energy-Museum, wo es dann darum geht, wie dieses Öl aus der Erde produziert wird und was Öl überhaupt ist und so. Und das sind schon alles Dinge, die ich auch nicht so richtig weiß. Ja, und deswegen war das schon auch spannend und man muss auch sagen, auch mega gut gemacht. Also da, boah, dieses Museum, das war der Hammer, ey. Ja, so voll war interaktiv. In so einem krassen Museum. Muss ich ja machen. Boah, ist ja geil. Ja, also von daher wieder mega spannend einfach sowas mitzunehmen, nicht zu sehr zu werten und sich ja einfach vor allem mal zuzuhören und dann kann man sich in ein paar Schritten vielleicht eine eigene Meinung zu irgendwas bilden oder so, aber man kann auch einfach mal zuhören und aufnehmen, deswegen sind wir ja hier, deswegen reisen wir ja. Weil unsere Freunde, die arbeiten ja auch bei diesem Aramco. Ja, genau. Also viele arbeiten da und das ist... So, die Firma hier, das ist die zweitgrößte Firma der Welt nach Umsatz. Ja, ja, und also ich verstehe auch, dass es geil ist, da zu arbeiten. Unser einer Freund, der hat halt nach der Schule, glaube ich, so eine Art, ich weiß nicht, ob es ein Stipendium ist oder so, aber durfte dann halt 4 Jahre in den USA studieren, hat jetzt so einen Job, wo er gut ausgebildet wird. Und die machen auch viel hier, ne? Ganz viele Krankenhäuser, Schulen, was weiß ich, sind halt
von dieser Firma errichtet wurden. Es gibt hier, hat unser Freund uns auch gezeigt, so ganze Stadtviertel, die von dieser Firma gebaut werden. So wie halt, ich komme aus dem Ruhrgebiet, wie früher im Ruhrgebiet halt Thyssen und Krupp und so. Und also das ist ja nicht alles nur schlecht zu bewerten. Das muss man halt auch ganz klar sagen. Auch wenn, glaube ich, auch der Firma bewusst ist, so fossile Energie kann nicht lange oder ewig weitergehen. Erstens ist es irgendwann einfach alle. Irgendwann kommt nichts mehr in Saudi-Arabien aus der Erde. Zweitens ist mit Klimawandel das natürlich auch schwierig. Das heißt, die haben halt schon auch so eine Ausstellung hier zum Thema Nachhaltigkeit gemacht. Und ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das Thema Klimawandel in Saudi-Arabien so ein No-Go ist, dass man da einfach nicht drüber spricht. Aber auch unsere Freunde wissen schon Bescheid und machen... Wo waren wir stehen geblieben? Ist gerade der Akku der Kamera da gegangen. Ja, ich wollte einfach sagen, ich dachte, man spricht über manche Dinge nicht oder die Leute haben vielleicht auch nicht so die Bildung zum Thema Klimawandel zum Beispiel, aber das ist halt nicht so. Und das ist bei ganz vielen Themen so. Das heißt jetzt noch nicht, dass viele hier aktiv was dagegen machen oder so, aber dass da irgendwie eine Entwicklung stattfindet. Und das finde ich sehr spannend. Auch cool, eine andere Perspektive sich mal anzuhören oder einfach zu wissen, wie das hier mit dem Öl und so funktioniert, weil Deutschland ist davon ja auch abhängig und so. So, ja, wir sehen das vielleicht noch, aber das Öl und Gas, was man in Deutschland hat, das kommt genau von hierher. Da vorne ist der Hafen, da werden die Schiffe beladen und dann geht's los. Ja, ja, sonst waren wir dann ja noch richtig schön fett essen, viel zu viel. Jetzt sind wir ja noch essen, aber irgendwie haben die so viel bestellt, das passt gar nicht alles auf den Tisch. Richtig krass, wir haben hier so verschiedene Hummus-Dips, das ist ja hier für die Region sehr bekannt, wobei wir sind in einem libanesischen Restaurant, haben wir noch Halloumi und irgendeinen anderen Käse und so eine Spinat, keine Ahnung was. Sehr lecker, aber sehr viel. Marianne und ich haben jetzt das ganze Leftover. Ja, wir haben alles, was übrig geblieben ist, haben wir gesagt, sollen sie einpacken und mitnehmen, also so den ganzen Hummus und alles mögliche, Brot. Also sehr gut. Wir dachten, okay, wir versuchen mal, dass wir uns die Rechnung teilen oder wir bezahlen, was auch immer, weil die haben ja auch viel für uns gemacht. Aber während ich das gefragt habe, waren die beiden schon miteinander am Kämpfen, wer denn von denen jetzt bezahlen darf und so. Also keine Chance. Und dann kam der Kellner mit dem Lesegerät und das war dann bei denen auch so ein Wettrennen. Wer kann schneller auf seinem neuen iPhone die Kreditkarten-App öffnen oder wir weiß gar nicht genau. Und dann hat der eine das geschafft. Und wir waren mal in Indien damals, der erste Abend in Amritsar. Da waren wir zu fünft noch mit Freddy aus UK und den beiden Franzosen unterwegs und waren da bei diesem Momos-Straßenstand. Und wir haben uns da satt gegessen und haben echt höchstens 5 Euro bezahlt für 5 Personen Abendessen. Und das hier waren jetzt einfach, waren umgerechnet jetzt einfach mal 65 Euro für 4 Personen. Und das ist echt, also das ist so krass, in was für anderen Maßstäben wir jetzt plötzlich sind. Und wir können das auch alles noch gar nicht so richtig wahrnehmen, weil wir kommen einfach ja gerade irgendwie aus dem Iran, wo das auch sehr krass unterschiedlich ist. Wenn du auf dem Dorf bist, ist, ja genau, und alles ist sehr billig. Und der Wohlstand ist halt irgendwie ganz krass gespalten verteilt so. Davor Indien und Pakistan ähnlich und aber auch einfach viel so Chaos, vieles, was noch neu gebaut wird, vieles, was so ein bisschen, ja, man sieht da einfach, dass es da nicht allen Menschen gut geht und da vieles nicht so funktioniert und Pakistan kein reiches Land ist, das sieht man einfach. Und jetzt sind wir hier in diesen Golfstaaten und irgendwie diese Stadt ist so fancy, die Geschäfte, wie das alles aussieht, so, das ist einfach auf einem völlig neuen Level und auch die Autos und einfach alles so. Und wir mit unserer Schrottkarre, mit unseren Overlander-Sachen, die nicht immer pack gewaschen sind, so, wir müssen auch erstmal hier irgendwie ankommen und fühlen uns auch, also ich fühle mich auch so ein bisschen fehl am Platz, aber irgendwie ist es auch cool, das zu sehen, aber es ist ja schon irgendwie abgefahren. Wir haben nämlich gefragt, ne, so, ja, wo wollen wir essen gehen? Gibt es sowas wie Street Food? Ne, dann kann man so das lokale Essen ja ganz gut kennenlernen. Und die haben so überlegt, nee, es gibt fancy Restaurants und dann gibt es normale Restaurants. Die normalen Restaurants wären dann vielleicht so wie Street Food. Also sind ja sind für die. Tja. Na gut, jetzt haben wir noch ein bisschen Essen für die nächsten Tage. Genau. Okay, jetzt parken wir hier an unserer Strandpromenade. Und haben einen schönen Blick auf Bahrain vielleicht und mal gucken, was morgen der Tag bringt. So sieht's aus. So, wir haben jetzt hier noch die Reste von gestern als Mittagessen. Aber wir müssen sagen,
Der Ort ist gar nicht so toll, wie es jetzt so aussieht mit den Palmen und allem und dem Wasser, weil es ist ganz schön laut hier. Ich weiß nicht, ob man die Baustelle hört, aber du hast eigentlich gar nicht geschlafen, ne? Nee, weil auch mitten in der Nacht, so um 1.30 Uhr, hat da hinten dann so ein Auto geparkt und dann haben die da so eine Tanzparty gemacht. Was aber an sich ja, ich habe mich halt voll gefreut, Saudis tanzen zu sehen, weil das ist ja, teilweise war es verboten und einfach noch nicht so ein Ding, dass es Leute gibt, die halt so feiern, wie wir das kennen. Oder überhaupt Musik hören im Auto, beim Autofahren mit den Freunden von uns, die haben nie Musik gehört. Ja gut, die haben sich auch mit uns unterhalten, ja, aber trotzdem, wenn die jetzt alleine fahren. Ja, aber weil das halt vor ein paar Jahren alles auch noch verboten war und so, auch bei Hochzeiten haben wir ja erfahren, gibt es jetzt keine Party, wo getanzt wird, sondern einfach nur ein formelles Essen. Naja, dementsprechend wollte ich die natürlich auch nicht stören, aber wenn da laute Musik ist, dann kann ich halt nicht gut schlafen. Ich kann mich dann halt leider nicht umdrehen und schlafen, sondern ich war dann so lange wach, bis sie gefahren sind. Naja, und morgens ging dann hier die Baustelle direkt los, also für die nächste Nacht suchen wir uns vielleicht was anderes. Ja, und an sich ist es ja auch, muss man sagen, ganz schön dreckig und so. Also ja, jetzt auch nicht so. Die Leute sagen, der Irak ist das dreckigste Land, was ihr sehen werdet. Also ehrlich gesagt, hier die arabischen Länder hier, puh, ganz schön viel Müll. Ja, da gibt es, glaube ich, noch nicht so ein Bewusstsein dafür. Das wird dann halt einfach weggeschmissen und dann denkt man so ein bisschen, okay, irgendjemand sammelt schon ein. Nur ganz viel Hummus. Naja, so einen Dip muss er aufmachen. Oh nein. Mariano und ich wollen jetzt auch diese Stadt noch mal ein bisschen zu zweit unsicher machen. Also wenn wir schon mal hier sind, dann wollen wir ja auch ein bisschen rumlaufen und noch mal ein bisschen mehr Gefühl für die Stadt bekommen. Und wir fahren jetzt mit dem Auto, weil diese Stadt einfach, wie schon Kuwait City und so, sehr für Autos gemacht ist. Also alles ist so breit, alles ist darauf angelegt, dass Leute hier mit dem Auto unterwegs sind. Also es gibt auch bei jedem Restaurant, sogar bei so einer Juice Bar, ein Drive-Thru. Also vor allem im Sommer, denke ich mal, bleiben die Leute halt einfach in ihrem klimatisierten Auto sitzen, fahren durch ein Drive-Thru und dann wieder nach Hause. Also unser Eindruck von den Städten in den Golfstaaten, den wir bisher bekommen haben, ist auf jeden Fall, dass das Ganze im ganz schönen Kontrast zu allem steht, was wir davor im letzten Jahr so gesehen haben. Also wir waren ja in Pakistan, Nepal, Indien und im Iran hauptsächlich. Und da hat man einfach deutlich gesehen, dass diese Länder im Vergleich zu hier nicht so viel Geld haben und der Wohlstand einfach ein anderer ist. Also hier sieht halt wirklich alles aus wie geleckt. Es gibt eigentlich nur Neubauten. Es gibt irgendwie wenig, was noch historisch ist oder so. Also wenn es eine Moschee gibt, die historisch aussieht, dann sieht man trotzdem, dass sie ziemlich neu gebaut wurde, wenn ihr versteht, was ich meine. Und für uns ist das schon ein ganz schöner, ja, Widerspruch, wie verschieden die Welt irgendwie ist. Und wir müssen das erstmal irgendwie verarbeiten und aufnehmen, dass auch diese Orte, die halt so poliert aussehen, genauso existieren wie halt irgendwie eine wilde Stadt wie Lahore, die 1000 Jahre alt ist. Und was unsere Freunde uns auch die letzten Tage so ein bisschen erzählt haben und etwas, das auf uns auch so wirkte, ist, dass hier echt wenig zu tun ist, außer halt irgendwas zu konsumieren. Also es gibt halt echt viele Restaurants hier, auch alles, ne? Texanisch, Chinesisch, Japanisch, Cheesecake Factory, Burger. Also ich will jetzt hier nicht tausend Sachen aufzählen, ihr könnt euch vorstellen, es gibt einfach alles. Und die Restaurants sind jetzt nicht alle total voll, sondern das verteilt sich dann irgendwie. Und man kann hier irgendwie nicht so viel machen, außer halt irgendwie in ein Restaurant gehen und wieder nach Hause fahren und vielleicht ins Kino oder in eine Mall. Aber es gibt irgendwie noch nicht so eine Kultur von Hobbys und diversem Freizeitangebot. Wir müssen natürlich auch ganz klar zugeben, dass diese modernen Städte, die für Autos ausgelegt haben, für uns im Van auch Vorteile haben. Man kann hier echt entspannt durch die Gegend fahren, ohne Angst zu haben, dass eine Kuh, eine Rikscha, irgendwas uns rammt. Übrigens schon wieder jemand von der Seite reingefahren, hier diese Rikscha. Und es gibt überall Parkplätze und das Fahren ist generell dadurch ein bisschen entspannter. Und wenn wir keine Lust mehr auf die Stadt haben, kann man hier halt ganz easy in die Natur, also in die Wüste fahren und keine Sau schert sich. Das Ganze ist aber natürlich im Vergleich zu Indien oder so auf einem anderen Preisniveau. Die Visa sind ganz schön teuer hier und alles hier ist einfach teurer. Mariano hat mir eben erzählt, dass während ich gerade geredet habe, so Mädels in die Kamera gewunken haben und mit dem haben wir jetzt so ein bisschen Smalltalk gemacht und das war mega süß wieder. Die sind hier wohl aufgewachsen, aber leben jetzt in Kanada und besuchen sie jetzt wieder und haben uns empfohlen, nach Riyadh zu fahren, weil gerade Riyadh Season ist, also ganz viele kulturelle Angebote in der Hauptstadt im Winter. Das wollen wir uns echt nicht entgehen lassen.
jetzt wieder mit unserem Freund Faisal unterwegs und wir haben hier Flamingos gesehen. Und das Lustige ist, er wusste selber gar nicht, dass es hier Flamingos gibt, weil kennt ihr das, wenn man Gäste hat, dann sucht man raus, okay, was kann man Touristisches machen und dann sieht man selber auch mal Dinge, zum Beispiel sogar in der eigenen Stadt, wo man halt selber noch nie war. Und so ist das heute auch. Wir sind hier auf so einer Insel bei Dammam. Ja, und hier sind ganz viele Flamingos. Die kommen ja wahrscheinlich aus so Europa oder so her, um hier zu überwintern. Ja. Also vielleicht sind das spanische Flamingos. Bei unserem Freund in dem Gästehaus quasi. Das hat der Vater so ein bisschen mit Antiquitäten und so dekoriert und sieht ja mega cool aus. Aber gleichzeitig gibt es auch einen Flachbildfernseher mit PlayStation, dass wenn unser Freund hier mit seinen Freunden abhängt, die halt dann so moderne Sachen machen können. Aber gleichzeitig haben sie auch eine Feuerstelle zum Tee und Kaffee kochen. Also es ist wieder so eine lustige Mischung zwischen ein bisschen historisch, aber natürlich auch modern. Ach ja, Klimaanlage gibt es natürlich auch. Das waren sie, die ersten Eindrücke, die wir mit euch aus der saudischen Großstadt teilen wollten. Wir haben es also hier genossen. Im nächsten Video geht es dann von diesem Ort direkt über die Brücke nach Bahrain, dem kleinen, aber ebenso durch das Öl reich gewordenen Inselstaat. Also danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video.